So, Hallöchen, liebe Freunde, zu einem neuen Video hier in meinem Wohnmobil, meinem neuen Zuhause. Ich habe zwei Pakete. Eins ist schon offen, eins ist noch zu. Ja, was ist da drin? Viel, viel Geld ist da drin. Was könnte das wohl sein? Ja, tun wir das eine Paket mal weg. Und das offene tun wir mal auf die Seite. So. Und gucken wir mal, was da drin ist. Fangen wir mal mit dem hier an. Silberwaren. Ich hoffe, man kann es erkennen, weil leider Gottes geht es nicht anders, weil ich finde meine Schnellwechselplatte vom Stativ nicht. Das ist irgendwo in einer der 1000 Kisten. Das sind 10 Barren, 10 Gramm. Preis weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich finde es schön aus. Das Muster gefällt mir gut hier. So, dann haben wir hier eine Kombibar. Ich hoffe, dass die dicht ist. Das sind 100 mal Eingaben. Das ist gedacht für die Krisenvorsorge, falls mal das ganze System kollabiert. Oder wie Jörg sagen würde, eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Nichts geht mehr. Dafür habe ich die hier. Machen wir mal weiter. Legen wir mal dahin. Was haben wir noch da Schönes drin? Ah, jetzt kommen die interessanten Sachen. Ebenfalls Kombibars. Zwei Stück. In Gold. Und das sind 50 mal 1 Gramm. Ich weiß nicht, ob es scharf wird. Autofokus ist drin. Und dann haben wir nochmal das gleiche. Ebenfalls 50 mal 1 Gramm. Habe ich gekauft bei eBay. Ganz günstig. Ein Wert von 100.000 Euro. Für gerade mal, ihr werdet es nicht raten, 23.000 Euro. Nee, ich pass beiseite. Ich würde nie im Leben Gold bei eBay kaufen. Dann gehen wir mal weiter. Hier kommen wir dann zum Interessanten. Münzen. Drei Stück. Das sind die Igel. Ist die Rückseite hier. Kostet knapp 2300 Euro, 2100 Euro, so irgendwo zwischendrin. Und hier seht ihr auch, wo ich es gekauft habe. Also nichts bei eBay. Da habe ich drei Stück von. Ebenfalls Igel. Drei Stück. Sind knapp 7000 Euro, was ich hier in der Hand habe. Knapp 7000. Was haben wir noch drin in der schönen Verpackung? Ah, die Känguru. Sehr schöne Münze, wie ich finde. Die Rückseite davon. Auch drei Stück. Das sind übrigens meine ersten Münzen. Ich habe schon mal Gold gekauft. Anfang des Jahres, also Ende, Anfang Februar. Allerdings habe ich da nur Barren gekauft. Für 120.000 Euro damals. Ihr fragt mich, wieso schmeißt er hier mit dem Geld um sich? Ich habe alles verkauft. Ich lebe wirklich hier in diesem Wohnmobil. Schon seit Februar.
Gut, ich muss dazu sagen, ich war die meiste Zeit unterwegs in Spanien und Frankreich. So, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch Schönes? Ah, guck mal da. Das sind 50 Gramm Goldbarren. Warum 50 und nicht 100 oder 250? Weil ich denke, wenn ich das heute mal verkaufen will, fahre ich mit kleineren Barren besser wie mit größeren. Weil 50 Gramm, ich müsste jetzt lügen, was das kostet. Ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt mal die Rechnung holen. Kann ich ja mal machen, schnell. So, da habe ich jetzt mal die Rechnung in der Hand. Moment, meine Brille brauche ich auch noch. Ich werde nämlich blind wie ein Fisch. So. Der hier hat gekostet 50 Gramm bei 3.600 Euro. Dieses kleine, unscheinbare Teil. Davon habe ich 9 Stück. Ich hoffe, dass die Kratzer nur im Blister sind und nicht im Gold. Aber nicht, das ist nur im Blister. Wie soll da auch Kratzer rankommen? Ne? Die sind ja eingepackt. So, wie gesagt, davon haben wir 9 Stück. Ihr fragt euch, warum 9 und keine 10? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, da haben wir nochmal die Känguru. Jetzt habe ich ja die Preisliste in der Hand. Die Känguru kostet 2.323 Euro zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe. Das Gold ist zwar jetzt wieder kurz gefallen, liegt bei irgendwo bei 2.100. Ich weiß nicht genau. So, dann haben wir hier die American Eagle. Auch, ich finde die super schön, die Münze. Sind alles Prägejahr 24. Die American Eagle hat gekostet 2.384 Euro. Sicher, beim einen oder anderen Händler wäre es vermutlich billiger gewesen. Aber es ist ja eine Wertanlage, das heißt, die Werte, die steigen. Mir geht es in erster Linie darum, mein Vermögen, was ich habe, vor diesem übergriffigen Staat in Sicherheit zu bringen. Und diese 50 Gramm Goldtafel kostet 3.700 Euro. Also, wie gesagt, hier haben wir sogar fast 8.000 Euro, das bisschen da. Silber weiß ich jetzt nicht, das ist eine andere Rechnung, eine separate, da kann ich jetzt nichts zu sagen. So, was haben wir noch in unserer schönen Kiste hier? Nochmal Münzen, das sind übrigens, wie gesagt, meine ersten Münzen. Die erste Bestellung, die ich gemacht hatte damals, das waren nur Barren. Da haben wir dreimal die Maple Leaf. Da haben wir einmal die Rückseite, Lisa verschwindet, die Rückseite ohne Beschriftung und hier einmal die Vorderseite ohne Beschriftung. Ich finde auch eine sehr schöne Münze. Da habe ich bezahlt für die Maple Leaf 2.300
23 Euro. Als nächstes haben wir hier die Wiener Philharmoniker. Da hinten mit den verschiedenen Musikinstrumenten drauf. Auch schön. Allerdings haben wir die Vorderseite nicht ohne Händlername. So, was haben wir noch in unserer schönen Kiste? Das letzte. Weniger spektakulär und schön. Ein Goldbarren mit 250 Gramm. Der hat gekostet, wie gesagt, nicht unbedingt spektakulär, in so einer billigen Plastiktüte eingeschweißt. Der hat gekostet, ihr dürft raten, schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, der hier gekostet hat. Ich bin gespannt. So, und hier haben wir nochmal, ich klappe das um, die Gesamtsumme. Kann man sehen. So, was war das erste Paket? Jetzt muss ich das alles wieder einpacken. Aber wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, dieser 250 Gramm Goldbarren gekostet hat. Machen wir mal das zweite Paketchen auf. Auch hier habe ich jetzt keine Preise im Kopf, weil die Rechnung liegt abgespeichert per E-Mail und ich habe leider keinen Drucker und kann es also dementsprechend auch nicht ausdrucken, weil im Wohnmobildrucker ist ein bisschen komisch, ne? So, aber das zweite Paketchen. So, mal hier die Seite stellen. Was haben wir drin? Verpackungsmaterial. Und jede Menge Tüten. So, fangen wir mal an mit Silber. Ist auch wieder so eine Box von Heimerle und Meule. Ist, wie gesagt, auch nichts Spektakuläres. Das sind jetzt 100 mal 1 Gramm. Im Prinzip vergleichbar mit dem anderen, was ich euch eben vorhin gezeigt habe. Nur diesmal anders verpackt. Ebenfalls als Krisenvorsorge. Dann haben wir Münzen. Sydney Opernhaus. Davon habe ich bestellt 1. Eine. Ja, die habe ich bestellt, weil ich einfach mal was Schönes fürs Auge wollte. Und ebenfalls als Goldanlage, als Wertanlage. Als nächstes haben wir die Dingsbums Mint, weiß nicht gar nicht, wie sie heißt. Mit dem Koala, mit dem Vogel und einem Känguru. Auch eine schöne Münze. Aber wie gesagt, frag mich jetzt nicht, wie sie heißt. Da müsste ich gucken. Prinz Charles. Ich habe sie gefunden. Das ist die Jubiläumsmünze, die Pat meint. Das ist Jubiläumsmünze. Ich habe einfach bestellt, die mir am besten gefallen haben, ohne zu wissen, was es eigentlich wirklich ist. Wie gesagt, ich habe sie fürs Auge mitbestellt. So, was haben wir noch?
Dann haben wir die Münze Somalia Elefant. Da habe ich übrigens spezielle Dinger bestellt, dass die nicht anlaufen oder Milchflecken bekommen mit der Zeit. Aber die kommen noch. Das heißt, die werden alle noch umgepackt. Auch eine ganz, ganz schöne Münze. Wie gesagt, die habe ich bestellt, einfach nur, weil sie mir gefallen haben. Ja, als Geldanlage auch, ja, aber auch so ein bisschen als Sammelobjekt. Was haben wir denn jetzt noch? Dann haben wir noch die Britannia, ebenfalls 24. Ebenfalls wieder den Schwollkopf Prinz Charles. So. Also das alles, was dann hier später auf dem Tisch liegt, das waren so summa summarum 500 Euro. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch die Känguru, auch 24. Und wieder den Schwolles Prinz Charles. Warum ist eigentlich diese Figur so ziemlich auf allen Münzen drauf? Das ist mir schleierhaft. Aber egal, sie sehen schön aus. Und als letztes haben wir die Koala mit der Queen Elizabeth. Also wie gesagt, alle Münzen, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, inklusive der Kombibar hier, rund 500 Euro, 480 so ein Dreh rum. Eigentlich ein Haufen Geld, ne? Für so ein paar Münzen. Aber der Silberwert, der steigt ja im Moment an. Das heißt, ich nehme an, dass die dann auch auf jeden Fall noch wertvoller werden. Die habe ich übrigens bei Kettner Edelmetalle bestellt. Ich weiß, der ist teuer, aber ich bin flexibel. Und vor allem waren sie schnell da, innerhalb von 2 Tagen. Respekt. So, ansonsten haben wir jetzt hier leider nichts mehr drin. Also wie gesagt, ich nutze das alles als Geldanlage, um meine finanziellen Mittel zu schützen vor diesem übergriffigen Staat. Und das wird auf keinen Fall besser. Es wird eher schlimmer. Und ich glaube auch kaum, dass sich da irgendwas ändert in naher Zukunft. Dann bin ich auf der Suche nach einem Haus in Ungarn. Ich habe jetzt auch einige gefunden. Sobald meine letzten fehlenden Pakete, 2 Stück sind noch unterwegs, kommen. Da habe ich auch nochmal Gold bestellt und nochmal Silber, aber auch wieder Münzen. Weil ich möchte jetzt doch speziell mehr mal auf Münzen gehen. Und also wie gesagt, ich suche ein Haus in Ungarn. Anfang nächsten Monat, also Juni, fahre ich hin, gucke mir jetzt geplant schon mal 3 Häuser an. Und denke, meine neue Heimat ist in Ungarn. Und jeder, der jetzt glaubt, wenn er mich morgen irgendwo stehen sieht, er kann mich überfallen und mich berauben. Nein. Weil die Münzen, die sind spätestens morgen in meinem Schließfach in Frankfurt. Und dann habe ich noch 2 Hunde, die mich beschützen. Ne? So, Freunde, ich würde sagen, das war's. Demnächst kommt nochmal ein Video, sobald die nächsten Pakete kommen. Versandt sind sie noch nicht. Schade eigentlich. Aber naja. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Geduld. Und denk mal dran,
Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, dieser 250 Gramm Goldbarren gekostet hat. So, bis dahin, winke winke und ciao, ciao.